Willkommen zurück, Leute. Gut. Ja. Wir haben, soweit ich weiß, alle Eier. Genau. Das heißt, wir können jetzt zurück und die Eier abliefern. Gut. Und da, am schnellsten kann man natürlich mit dem Liter. Wie heißt es? Liter springen, genau. Können wir uns dann gleich hinporten zur Schädelküste. Und sparen somit einiges an Zeit. So. Soll ich es als Zora machen? Sehen wir. Ich mache es einfach mal so. So. Da gleich hoch. Was bekommt man bei dem Tempel gleich nochmal, wenn man alle Herzen. Ach, genau, die verstärkte Herzen, glaube ich. Oder sprich die mit dem weißen Rand außenrum. Oh Gott. Ich habe noch nie alle Feen in dem Tempel eingesammelt. Guten. Dann Flaschen. Zack, zack, zack. Na. Jetzt. War mir nicht ganz richtig gestanden. So, ja, wir wissen, wie es da reinfliegt. Das nächste. So. Und dann kommt das letzte. Und Flatsch. Gut. So. Gut, alle Eier nun zusammen wieder sind. Es gleich beginnt. Rasch vor das Aquarium die Stelle. Zack. Oh. Ui, sie schlüpfen. Ganz billige Animation. Baby Zoras. Sieh nur, was zu bedeuten das hat. Ich hab's. Du nicht verstehst, wie diese Zora-Kinder aufgereizt sich haben? Und ob ich verstehe. Wir brauchen einmal das hier und ich weiß nicht, ob wir das auch noch brauchen. Nee. Nee. Ah, jetzt hat. So. Das ist eigentlich auch ein schönes Lied. Oh Gott, das muss man erstmal wieder merken. Bossa Nova der Kaskaden, glaube ich, hieß. Nichts, gar nichts. Kann es sein, dass. Ah, muss wirklich erst so, oder? Ich hatte ich noch nie das. So. Ich glaube, ich habe noch nie mit Zora gespielt, glaube ich. Na? Ich will es ein bisschen intakt. Naja, egal. So geht's. Dinnen. 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 Ups. Entschuldigung, das ist wirklich ein schönes Lied. Mit dem richtigen Instrument geht's. Du hast den Bossa Nova der Kaskaden erlernt. Die Kinder der Zoras lernen diese Melodie, welche die Stimmen dazu wieder erklingen lässt. Da, das Richtige ist wahr. Um zu lernen, dieses Lied, diese Zoras wurden geboren. Die Zora, die gelegt hat, diese Eier, dieses Lied spielen musst. Wir wissen ja zum Glück, wer die Eier gelegt hat. Nun spiele ich wieder das Lied das Springen. Mit dem Joystick ist so kacke, die C-Knöpfe zum Spielen. Das ist der Wahnsinn.
So. Diesmal gleich am Kap Zora. Die Flügel kommen aus den Beinen raus, auch nicht schlecht. wie ging das Lied nochmal? Ich hab's Lied schon wieder vergessen. Okay, hier nehmen wir uns gleich eine Vieh mit. Perfekt. Gut. Und rüsten. Den Bogen habe ich lieber mal da und da die. Da haben wir doch da eine Bombe. Pfeile haben wir auch irgendwo. Oh, Magie. Sehr schön. Und Pfeile. Dann spielen wir für sie mal das Lied. So. Dim, 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 dim. Genau. Geht doch. Was noch wieder Kaskaden gespielt. Jetzt warte mal. Sie hat die Eier gelegt. Mit wem hatte sie immer mal was? Mit dem Zora, dem wir jetzt die Maske bekommen haben? Oder läuft es bei denen ganz anders da? Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt Mutter. Aber was ist mit der Insel? Es war eine Schildkröte. Ich mag Schildkröten irgendwie. So. Bams. Wasser. Hi, was geht? Sollt ihr nicht die Augen offen haben? Hab ich gut geschlafen. Ah, jetzt hat die Augen offen. Als ich meine Augen öffnete, fiel mir auf, dass die Tage so schnell vergehen. Bist du nicht Lulu? Ja, Lulu, du musst nicht überrascht sein. Auch wenn ich schlafe, sehen meine Augen alles, was im Ozean geschieht. Es sieht so aus, als wäre Lulu verwirrt. Bedauerlicherweise bleibt keine Zeit für langes Gerede. Also, stolze Krieger. Die Brandung in der Schädelbucht ruft deinen Namen. Rasch, klettere auf meinen Rücken. Tja. Kann ich mal wieder? So. Schmal. Erst so. Und dann haben wir Platz für den Fanghaken. Und müssen zielen. Und zack. An die Palme ran. Mach's gut. So. Und so kommen wir zum dritten Tempel. Einer meiner Lieblingstempeln. Hat was mit Wasser zu tun. Kleine Katzen. So. Das sind die Piraten, die versuchen auch in den Tempel zu kommen. Aber ich denke, die haben sich etwas den Wirbel schon etwas unterschätzt. Und tschüss! Und wir schwimmen einfach rein. Sehr gut. Oh mein Gott. So. Schädelbuchtempel. Alles tropft. So. Bye bye, Schildkröte. Find's cool, wie der winkt. So, ach gut, da brauchen wir wieder unsere Maske. Fee-Maske, haben wir schon länger nicht gehabt. Hier ist auf jeden Fall gleich eine. Das heißt, wir zünden die Fackeln gleich an.
Einmal. Zweimal. Dreimal bitte. Danke. Und zack, viermal. Dann haben wir hier gleich die Truhe und dann hoffentlich gleich eine Fee. Ich denke, dass es eine Fee ist. Ja, genau. Sind das lila Feen? Cool. Aber was ich mir jetzt noch gerade frage, wo ist denn die Feenquelle? Wow, das ist wirklich ein sehr großes Wasserrad. Ja, und hier haben wir auch wieder Feen. Und tschüss. Wollte ich sagen. Blöde Plattform. So. Oh. Jetzt ist auch nicht getroffen. So. Nee, dir kein. Doch, die Art ist sogar eine Fee. Cool. Da kann man nicht drunter. Oder? So. Also da ist keine Fee drunter, denke ich mal. Doch, da ist sogar eine. Aber wieso kann ich da jetzt nicht drunter? Nicht. Gut, dann nehmen wir es so, oder? Auch egal. So. Rein, abtauchen, abtauchen. Dankeschön. Und dann die Fee. Zack. Sonst ist da drunter, glaube ich, keine mehr. So. Jetzt tauche ich nochmal kurz auf und sehe mich in den Raum ein bisschen um, damit ich die Lage checken kann. So. Wir haben hier ein Rad. Hier haben wir Skulltulas. Skulltulas mache ich gleich mal weg. Weil wer weiß, vielleicht ist da. Sind da wieder. Feen. Naja. Nee, Rubin. Und. Rubin. Gut. Ist überhaupt noch. Nee, es ist so keine mehr da. Gut. Dann. Kennen wir das Zora. Dieses Wasserrad da aktivieren. Also das rechts aktivieren. Das ist jetzt der Haupt. Hauptaufgabe in den Tempeln. Die Wasserräder aktivieren und alles. Damit die Wasserströmung und alles richtig laufen kann. So. Ich hoffe, das hat schon einiges geholfen. Geh jetzt einfach mal auf diese Plattform da, wenn sie wieder runterkommt. Aua. Okay, ich lasse. So, kommst du wieder runter? Dankeschön. So. Kannst wieder hoch? Gut. Check. Ja. Zack. So. Link, was machst du denn? Für was brauchen wir? Was bewirkt das Zahnrad eigentlich? Zahnrad, sag ich. Dieses Rad. Da werde ich jetzt einiges überlegen müssen in dem Tempel. Okay, jetzt. Ah, okay, jetzt steht es still. Aber. Genau, es bewegt sich gar nichts mehr. Also wenn wir da hochkommen würden, können wir das aktivieren, dann wird es in die andere Richtung. Aber das ist, glaube ich, erst für später. Gut. Dann machen wir es halt wieder an.
Trip. Autsch. So. Okay, Leute. Das war's jetzt mal für heute. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.